Jo, hey Leute, ich bin's mal wieder, euer Hellafar. Und ja, ich heiße euch willkommen zu einer weiteren Let's Play Minecraft-Folge. Hier war meine Welt. Gut, dann würde ich mal sagen, spielen wir einfach mal weiter. Wir warten und wir warten darauf, dass Minecraft das Terrain bildet. Bildest du mal? Ja, und wir spielen immer noch, beziehungsweise wieder, mit dem originalen Texture Pack von Minecraft, da ich momentan ein paar Probleme habe mit Misa. Aber okay. Ja, ich glaube, ja, wir können eigentlich mal da hinten erkunden gehen, oder? Ja. Was wir davor aber machen können, ist uns in unser Heierbettchen legen. Das machen wir dann auch gleich mal. Na komm, geh rein. Effekt. Wieso habe ich das Loch eigentlich noch nicht gestopft? Egal. So, und rein ins Heilbettchen. Habe ich irgendwas dabei? Nein, habe ich nicht. Ich glaube, Schwert könnte ich mir vielleicht mal holen, falls ich in der Nacht von irgendwelchen Zombies oder so angegriffen werde. Schwert habe ich natürlich nicht. Na, das ist doch mal ganz fein. Okay, dann holen wir uns ein Schwert in den nächsten paar Minuten, nachdem wir aufgestanden sind. Ich höre gerade überall Schweine, egal. Okay, und halalalalala. Dreht er seinen Kopf gerade um 360 Grad? Ich will es nicht wissen. Okay, so, dann hole ich mir jetzt mal die Axt und dann gehen wir nach draußen ein bisschen Holz füllen. Holz kann man ja schließlich immer gebrauchen. Genau, so. Und ja, komm, hüpf. Perfekt. Und einmal die Tür auf. Dann kurz umgeschaut, ob irgendwo ein Zombie lauert. Nein, da lauert nichts vorerst. Aber ich sehe viel, viel Nebel. Das ist jetzt mal nicht so fein. Gut. Auf was spiele ich? Mal gucken. Peaceful, na gut, da ist klar, dass da kein Zombie kommt. Okay, dann gucken wir mal. Ah ja, der Baum sieht so aus, als ob er schon ein paar Jährchen drauf hätte. Dann können wir ihn ja guten Gewissens fällen. Nicht wahr? Nein, eigentlich nicht, aber egal. Ach Mist, höher komme ich nicht. Dann piss dich weg, Schaf. Ein Schaf im Let's Play. Das ist doch mal lustig. So. Ja. Da haben wir... Lalalalalala. Genau. Gut. Und jetzt bauen wir das da unten mal ab. Und eines noch, oder? Und zwei noch. Und abgebaut. Gut. Und ich habe keine Schere dabei. Beziehungsweise ich habe noch gar keine gefunden. Moment mal. Ich habe einmal mit der Axt draufgeschlagen und das Vieh war im Arsch. Lol. Das bin ich jetzt irgendwie gar nicht gewöhnt. Naja, was die Beta 1.8 so alles mit sich bringt. Schon bahnbrechend. So, und jetzt hüpfen wir hier mal kurz drauf. Ey, hüpf drauf. Gut. Und noch eines. Mist, war doch ein bisschen mehr als eines. Was war das jetzt? Egal. Ja, das war's jetzt aber, oder? Ja, das war's von diesem Baum hier. Jetzt müssen wir nur noch die hier abbauen und dann haben wir es schon. Und die hier müssen wir natürlich auch aufsammeln. Sonst wird das ganze Holzfällen ja irgendwie keinen Sinn machen, nicht wahr? Gut. Ja, den hier nehmen wir noch mit. Dann haben wir 21 Holz. Ja, ich würde sagen, wir nehmen uns so um die 30. Ja, genau, so 30 Holz nehmen wir mit. Ja, den hier nehme ich dann auch noch mit. Dann müsste ich bei meinen 30 Holz sein. Eigentlich. Vielleicht sogar noch ein bisschen drüber. Aber gut, lieber zu viel als zu wenig in dem Fall. So, das Hölzchen. Ja gut, wir sind deutlich drüber. Ah, ein Zeppling haben wir auch gleich gekriegt. Ja, fein. Hoffentlich komme ich so hoch. Oh, oh. Nee, lang nicht. Jetzt, was ist das ständig? So, aber jetzt müssten noch zwei sein. Nein, einer nur. Na, klasse, einer.
Wegen allem habe ich jetzt hier unten zwei Hölzer verbaut. Sieht ja mal lustig aus. Schwebende Wolle. Nice. Egal. So, jetzt habe ich 33 Holz. Ja, das verbastle ich doch dann gleich mal. So, ja, zwei Stacks, das sollte ja eigentlich lang. Okay, dann schauen wir mal, was hier so alles ist. Ach, da hinten sind so Moore, Fragezeichen. Ja, das wird wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich so die Vorstufe zum Moor. Das Moor soll ja schließlich in der 1.9 Pre-Release, was weiß ich, zumindest ist es in der Pre-Release schon drin, so ein Moor. In der 1.9er soll es ja dann anscheinend kommen. Na komm her. Ich habe hier gerade irgendwie mit Lex zu kämpfen. Ich hoffe, das sieht man dann in der Aufnahme nicht allzu deutlich. Stirb, stirb, stirb. Tja, man sollte halt nicht hochladen und gleichzeitig aufnehmen. Ich merke es. Aber was ich lustig fand, man kann durch die Blätter hier durchhüpfen. Yay, ich hüpfe durch Blätter. Egal. Okay, ja, ich könnte hier eigentlich auch mal ein paar Bäume mitnehmen. Schaden würde es bestimmt nicht. Dann hätten wir mal ein bisschen Holz. Ich glaube, dann baue ich mir auch so ein kleines Häuschen. Auf Stelzen. Genau, das könnte ich machen. Ein Häuschen auf Stelzen. Ja, genau, das mache ich jetzt. Ach, und für alle, die sich wundern sollten, warum in letzter Zeit kein Minecraft-LP kam. Zumindest keine Parts. Ich hatte einfach ein bisschen was anderes um die Ohren. Ja gut, jetzt hat man es wahrscheinlich schon gesehen, dass da unten ein Trackmania Nations, nein, nicht Nations, auf jeden Fall ein Trackmania aufgeblitzt hat. Wahrscheinlich hat man das gesehen, ich weiß es jetzt nicht genau. Vielleicht hat Fraps das aufgenommen, vielleicht auch nicht. Ja, ich habe jetzt übrigens Fraps, für alle, die es noch nicht wissen sollten. Ja. Ich habe ein paar Trackmania, Let's Play Trackmania Parts, habe ich jetzt aufgenommen, die werde ich dann heute, Fragezeichen, rendern. Und die werde ich dann demnächst auch mal hochladen. Weil ich habe mir das Spiel jetzt letztens gekauft und da hatte ich jetzt einfach total Bock, das zu spielen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, machst du doch mal ein Let's Play draus. Bevor du dich ärgerst, dass du es dann doch nicht gemacht hast. Und so ist das jetzt eigentlich ziemlich blind, das Projekt. Also, Minecraft hier ist zum Beispiel nicht blind. Also, ja, jetzt komme ich da schon wieder nicht hoch. Mein Gott. Und die Leiste blitzt unten ständig auf. Ja, das freut uns doch ungemein. So. Ach, mein Gott. Doofe Leiste. So, ich glaube, das reicht dann aber jetzt auch erstmal mit dem Holz am Bauen. Ja, das sollte eigentlich lang. Dann nehme ich hier noch die Saplings und das Ei da oben mit. Habe ich mal ein Ei. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gefunden in meinem LP hier. Oh, noch mehr Saplings. Also, Samen. Das ist ja mal ein lustiger Mix. Oh, da hinten liegt ein Ei und hier liegen viele Samen. Ja, das ist doch mal ein schönes Wortspiel, nicht wahr? Na gut, ich werde wieder zu schweinisch. Was ich übrigens auch cool finde, dass jetzt auf einmal hier so viele tiefe Stellen im Meer sind oder in Flüssen oder ja, was auch immer das eigentlich darstellen soll. Ich probiere mal kurz was aus. Nein, geht nicht. Ich habe gerade, für alle, die es wissen wollen, will wahrscheinlich hier keiner wissen, aber scheiße, ich drauf. Ich habe jetzt gerade T gedrückt. Manche werden es ahnen. T ist die Taste für den Mist. Nein, nicht too many items, aber den, wie heißt er? Singleplayer Commands Mod, den habe ich mir nicht auch mal installiert. Lol. Na gut, dann will ich den Baum noch nicht leiden lassen. Da fälle ich ihn doch lieber. Böse Endermans. Danke, Enderman. Hüstel, hüstel. So, wo war ich stehen geblieben? Das weiß ich nie. Ach Mist, jetzt habe ich meinen Satz vergessen. Doof. Ja. Gut. Ja genau, Singleplayer Commands, da war ich stehen geblieben. Ja, ich habe mir den Singleplayer Commands Mod mal geholt, aber seit ich mir den geholt habe, funktioniert das irgendwie nicht. Da kriege ich dann immer so eine dubiose Fehlermeldung. Die werde ich jetzt allerdings nicht zeigen, weil die einfach nur nervig ist. Auch wenn es einige eventuell gerne sehen würden. Egal.
So, ich glaube, hier ist der Eingang zu meiner Höhle. Wow, 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 wow. Das war mies, Leute. Das war mies. Hilfe, Hilfe. Wow, wow, wow. Boah, sind die mies. Was hüpfen hier noch mehr rum? Nee. Alter. Könnt ihr auf mich schießen? Jungs, was geht mit euch? Okay, dann. Ja. Genau, das mache ich dann noch zu Holz. So. Und dann crafte ich mir mal ein Crafting Table. So, und mit dem Crafting Table, den ich mir hier hinstelle, da mache ich mir jetzt ein paar Sächelchen. Genau, Stickies mache ich mir. Da lege ich mir unten eins rein und oben zwei drüber. So, dann habe ich mein Schwert. Und so, dann habe ich hier schon mal eine Spitzhacke. So, perfekt. Ja. Reicht auch fürs Erste, würde ich sagen. Das hier nehme ich mit. Ja, komm. Hey, kann das sein, dass die das... Ach, Mist. Jetzt hätte ich mir eine Schaufel machen müssen. Egal. Aber kann es sein, dass Notch das irgendwie gefixt hat, dass man... Also, nicht gefixt, aber... Kann es sein, dass Notch irgendwie was dran gedreht hat, dass man den Crafting Table jetzt schnell abbauen kann oder so? Das sah nämlich gerade ernsthaft so aus, finde ich. Egal. So. Und dann buddeln wir uns doch mal ins Steinreich. Eigentlich ist es ja das Erdreich, aber egal. Steinreich ist hier irgendwie passender, finde ich. Ich meine, ringsum eigentlich nur Stein. Ich weiß gar nicht, warum man der Erdreich sagt. Egal. Ach Mist, das wird doof. Egal. Lalalala. So, dann kann ich mir jetzt aber auch gleich schon mal ein Steinschwert machen. Das mache ich dann auch gleich. Und dann knöpfe ich mir die zwei Herren da unten vor. Die mir ziemlich auf den Sack gegangen sind, gerade eben, weil die mich ziemlich erschreckt haben. Dann bastle ich das mal zu, dass ich nicht reinfallen kann. Genau. Und Crafting Table hole ich auch mal kurz wieder raus. Hier hingepflanzt und so. Perfekt, dann habe ich ein Steinschwert. Okay, dann hole ich mir mal meine Truhe. Und gehe da wieder runter zu diesen netten Herren. Oh ja, das wird ein Spaß. Nicht wahr, Jungs? Oh Gott, stehen sie da irgendwo? Lol. Na ganz toll. Das war ja mal super. Ach, Jungs. Genau, hier war mein Zuhause. Ach, Mist, falsche Abzweigung genommen. Das ist auch schlau. Okay. Ab nach Hause. Tür zu. Oh. Ach. Weiß ich, warum ich auf Peaceful gespielt habe. Jetzt hört ihr es nämlich wahrscheinlich. Da war, kam gerade von rechts oder so irgendwie so, kam so ein Zombie laut. Ach, Zombies. Wie ich sie liebe. Nein, eigentlich nicht. Okay. Dann kurze Aufnahme.